Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen in Oberammergau. Freut uns, dass wir da sein dürfen und heute beim Heimatsound Festival mit dabei sein dürfen. Und bevor wir es losgehen, auslassen, möchten wir uns natürlich kurz vorstellen. Wir kommen aus Tirol und beginnen gleich zu Ihrer Linken an der Tiroler Volksharfe aus Südtirol, meine Schwester Heidi Bixner. Dann zu Ihrer Rechten aus Osttirol, genauer gesagt aus Huben bei Mottrak hinterher. Bernd Runterlercher am Bass. Ja. Weiters mit dabei der wohl beste und gut aussehendste Gitarrist Italiens, wenn nicht auf der ganzen Welt und weit darüber hinaus, il grande, il meraviglioso Manuel Randi aus Bozen. Ja, mein Name ist Herbert Bixner und mir freuen uns, dass wir heute spielen dürfen für Enkdor Stindl. Und lass uns jetzt losgehen. Geht's euch gut? Ja! Ja, dann lassen wir's gehen. Dankeschön, dass ihr so seid.
Ein bisschen Volksmusik. Einen Blues. $1 Million Blues. Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt spielen wir ein Stück von der Alm. Wir haben eine Sage vertont, die man vielleicht da in Oberammergau kennt. Die Sage vom Sennen-Dunci. Es geht darin um drei Hirten, die auf der Alm im Rausch sich eine Puppe basteln, die sie dann ganz wild Schindluder treiben, damit den ganzen Sommer über. Und im Herbst dann, am Tag des Almabtriebs, da beschließen sie dann, diese Sennen-Dunci, diese Puppe nicht mit ins Tal zu nehmen. Und die Rache der Sennen-Dunci ist dann, dass sie alle drei Hirten mit einem Messer umbringt, die dann häutet, deren Häute dann aufs Hüttendach aufgenagelt und selbst mit dem Viech ins Tal gefahren ist. Und dazu gibt es jetzt die Musik. Hier, Tabur!
Wir spielen jetzt ein ganz ruhiges Stück, eine ganz romantische Nummer eigentlich, die bei einem Erlebnis entstanden ist, das vielleicht einige von Ihnen kennen, und zwar bei einem Sonnenaufgang in die Berg. Das Stück heißt Morgenrot. Thank you.
Dankeschön. Seid echt der Wahnsinn. Eine volle Halle und beinahe ein Stecknadel fallen, Herren. Thank you.
Danke. Vielen, vielen Dank. Wir sind sprachlos. Es ist wirklich wunderbar, einspielen zu dürfen, Frank. Deshalb machen wir jetzt ein weiteres Bühnenorchester-Konzertwerk. Und zwar ein Stück von Manuel Randi höchstpersönlich. Ein Werk in zwei Sätzen. Der erste Satz ist solistisch improvisatorisch gehalten, der zweite dann orchestral für kleines Kammerorchester. Und zwar für Flamenco-Gitarre, Kontrabass und Perkussionsinstrumente. Viel Vergnügen, Manuel Randi und Djanga Zai. Thank you.
Manuel Randi, Jan Gazai. Jetzt spielen wir wieder ein bisschen Volksmusik. Volksmusik aus Bayern. Einen zwiefachen. Dürft ihr gern mittanzen, wenn's nix. Damenwahl. Stück aus Dirty Katie. Thank you.
Das ist echt der Wahnsinn. Bevor wir die jetzt spielen, möchten wir uns natürlich, bevor wir uns verabschieden, ganz herzlich bedanken, natürlich da beim Heimatsound Festival. Danke für die Einladung, dass wir da sein haben dürfen. Und danke, dass ihr da seid. Wahnsinn. Und jetzt spielen wir noch eine Walzerle. So quasi zum Einspielen in die heutige Sommernacht. Danke noch einmal und bis ein anderes Mal wieder. Vielen Dank.